Yeah, like J. Cole, it's my first time. God damn it. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Amateurtester. Heute haben wir den Volkswagen Polo in der Beats-Edition mit 95 PS für euch. Danke an das Volkswagen-Zentrum Dresden für die Leihgabe und ehe ich jetzt noch sinnlos das Intro in die Länge ziehe, gibt's für euch die beliebte 360-Grad-Einführung. Viel Spaß, meine Freunde! Von außen ist und bleibt der Polo ein Polo. Er wirkt etwas erwachsener und dynamischer, ohne seinen Kleinwagen-Charme zu verlieren. Ich könnte euch jetzt wie alle anderen Magazine mitteilen, dass der neue Polo deutlich größer geworden ist und fast schon ein kompakter sein könnte, aber wir finden, dass der Polo durch und durch ein Kleinwagen ist. Den Vergleich mit dem Golf 4 spare ich mir jetzt natürlich ebenso. Der neue Polo ist wendig und spritzig wie ein Kleinwagen, als Insasse hat man das Platzgefühl wie in einem Kleinwagen und er ist motorisiert wie ein Kleinwagen. Und all das, meine Freunde, ist überhaupt nicht negativ gemeint, denn der neue Volkswagen Polo ist ein wirklich guter Kleinwagen. Vom Licht- und Leuchtendesign weiß unser Testwagen sehr zu gefallen. Voll-LED-Scheinwerfer vorn mit dem neuen Tagverlichtdesign und auch die Rückleuchten sehen erst einmal nach LED-Technik aus, sind aber normale Birnen. Optional, meine Freunde, gibt es natürlich LED-Rückleuchten, die dann noch etwas, Achtung, Geschmackssache, besser aussehen. Die Kennzeichenbeleuchtung ist dann wieder mit LED-Technik versehen, was es leider noch nicht bei jedem Fahrzeughersteller gibt. Als ich das erste Mal in den neuen Polo einstieg, war ich erst einmal wirklich positiv überrascht, wie mutig und modern das gesamte Innenleben designt wurde. Das kennt man von Volkswagen eigentlich nicht so, aber auch das scheint sich nun Stück für Stück zu ändern. Die Kurzbeschreibung wäre wohl modern, kantig und dreifarbig. Die Verarbeitung aller Elemente ist wirklich hochwertig und die Materialien sind klassentypisch eine Mischung aus weichen und harten Kunststoffen, garniert mit etwas Leder bzw. Kunstleder. Auch befindet sich überall das Beats-Logo, wie hier auf den gut gepolsterten und bequemen Sitzen. Wundert euch bitte nicht, dass unser Equipment ab und zu mal zu sehen ist. Ich habe 90% der Aufnahmen in meiner einstündigen Pause abdrehen müssen, da das Tageslicht im Herbst leider nur begrenzt zur Verfügung steht und wir nun mal voll berufstätig sind. Thema Infotainment. Unser Testwagen war eher so der Polo, den man sich wirklich kauft und nicht der Polo, von dem man träumt, falls es Menschen gibt, die von einem Polo träumen. Also unser Testwagen war nicht wirklich vollgepumpt mit allen möglichen Extras. Eines zuerst, das digitale Cockpit, von dem alle reden, ist sicherlich eine tolle Sache, aber das kann man zurzeit noch nicht bestellen, also wird es auch bei uns nicht weiter erwähnt. Wie gesagt, hatten wir die Beats Edition und diese legt ihr Hauptaugenmerk auf Musik. 6 Lautsprecher, die von einem 8-Kanal-Verstärker mit 300 Watt Leistung versorgt werden, können den Innenraum schon gut zum Vibrieren bringen. Passende DAB-Radio- oder CD-Musik vorausgesetzt, kann man die Anlage recht laut aufdrehen und hat dennoch guten Sound. Als Steuereinheit hatten wir das Radio Composition Media. Leider hatten wir kein Navigationssystem und auch die Funktionen von Android Auto und Apple CarPlay haben gefehlt. Aber keine Sorge, meine Freunde, natürlich könnte diese und viele weitere Funktionen im Konfigurator mit dazu bestellen, wenn ihr dies denn möchtet. Die Platzverhältnisse im Polo waren in allen Richtungen ziemlich gut. Im vorderen Bereich hat man genug Bein- und Kopffreiheit und auch wenn man sich nach hinten begibt, dürften Personen bis 1,85 Meter gut und bequem sitzen können. Hier merkt man, dass der Polo gewachsen ist, aber wie gesagt, seine Kleinwagenherkunft kann er nicht ganz verstecken. Dafür haben wir einen Kofferraum, der dann doch in Richtung Kompaktwagenklasse schießen möchte. Ca. 350 bis 1125 Liter Stauvolumen sind in dieser Klasse schon mal eine Ansage.
Ihr dürft mich bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist der neue Polo ein ganzes Stück größer geworden, aber ich finde, dass die meisten Magazine dieses Thema extrem ausschlachten und einfach übertreiben. Dem Endverbraucher und auch den lieben Amateurtester-Zuschauern wird so ein falsches Bild vermittelt. Was Amateurtester-Zuschauer natürlich sofort durchschaut haben, da Amateurtester-Zuschauer extrem intelligente und gegenüber bekannten Automagazinen eher skeptische Menschen sind, welche gesagte Dinge auch mal hinterfragen und nicht einfach nur stumm abnicken. So, meine Freunde, ich muss jetzt übrigens in Bernies Position das abdrehen, weil sie sonst wieder rumhört, dass ich den Sitz verstellt habe. Guckt euch das mal an. Wie sehe ich denn aus hier? Aber gut. So, 360 Grad Innenraumaufnahme. Viel Spaß. Danke, realer Philipp. Der Sprecher Philipp übernimmt jetzt wieder. Alle drei Spiegel waren für diese Wagengröße ausreichend dimensioniert und nach vorn war das Fahrzeug gut einschätzbar. Auch bei einem Schulterblick konnte man recht viel erkennen, obwohl die C-Säule ja wieder recht modern angehaucht war. Sprich, sie war ziemlich breit, aber das ist ja heutzutage normal, wie ihr wisst. Jetzt kommen wir zu den Fahreigenschaften und da macht der Kleine eine wirklich sehr gute Figur. Der Wagen rollt extrem unaufgeregt ab und lässt sich auch bei wirklich schlechter Fahrbahn nicht aus der Ruhe bringen. Schlaglöcher, Schotter oder Pflastersteine, alles kein Problem für den neuen Polo. Okay, das klang jetzt irgendwie wie ein Werbespruch. Ach, ihr wisst, wie es gemeint ist. Auch die Lenkung war angenehm direkt mit Feedback, aber leichtgängig genug, um gechillt durch die Stadt zu cruisen. Der 1,0 Liter Dreizylinder mit seinen 95 PS ist sicherlich für die normale Kundschaft mehr als ausreichend und bot auch genug Leistung, um überall gut mitzuziehen. Ich persönlich freue mich aber schon auf den GTI und ich hoffe, dass wir den natürlich für euch testen dürfen. Der Polo in der Beta-Edition zeigt Mut zur Farbe und zur Farbkombination. Diese sieht man dann auch entsprechend an den Sitzen und gefällt mir sehr gut. Von außen hat er sich auch ein wenig verändert. Ich würde es fast als überall ein bisschen mehr Schwung bezeichnen, was dem Polo auch sehr gut steht. Was mich aber wirklich beeindruckt hatte, war die Kurvenlage. Man hatte nie das Gefühl, gleich nur noch als Zweirad unterwegs zu sein oder umzukippen. Natürlich alles mit angemessenem Tempo. Alles in allem steht der Polo sehr gut als Kleinwagen da, der auch mal größere Personen von A nach B befördern kann. Herzlichen Dank fürs Zusehen, meine Freunde. Sicherlich habt ihr Fragen zum neuen Polo und da könnt ihr uns diese natürlich in die Kommentarbox ballern. Auch freuen wir uns über Feedback und sowieso freuen wir uns über alles, weil Freude einfach Spaß macht. Aber nun genug mit solchen Hippie-Sprüchen und wir sehen uns das nächste Mal. Eure Amateurtester. I